Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus mit Bielefeld und mir, dem Trainer MG Muss mit. So, wir werden auf jeden Fall erstmal unsere Leute trainieren. So, heute gehe ich von hinten rein. So, El Rondo. Allein schon deswegen, weil ich das letzte Mal die vorderen Spieler gemacht habe. Wenn ich in Gottes Namen so viele Leute habe, dann muss ich ein bisschen taktieren, wie ich das am besten mache. Ist natürlich selbstverständlich. So, dann sind wir hier schon im Mittelfeld. Du hast letztes Mal nichts gekriegt. Kriegst auch ein El Rondo, in Gottes Namen. Bist ja ein ZDM. So, dann haben wir genügend Leute für ein El Rondo zusammen. Auf jeden Fall. Und du kriegst auch nochmal ein bisschen Schub. Du kriegst einen größeren Dribbling-Parcours und alle simulieren. Ich bin gespannt. Viele mit El Rondo. Ich höre kein F, das ist schon mal gut. Oh, das hat einen Schub gegeben hier. Oh, das hat gut getan. Es hat echt gut getan. Merelles steht kurz vor dem nächsten Aufstieg in der Gesamtwertung. Ist schon mal gut. Schon mal gut. Als nächstes dürfen wir am Dienstag spielen. Ist schon mal nicht so geil. Aber so trimmen wir unsere Mannschaft schon mal auf die richtige Seite. Folgende Spieler wurden von... Ja, gut. Kommt vor, dass ein paar Spieler abgeworben wurden. Stört mich jetzt persönlich eher weniger. So, aktuelles aus Argentinien stört mich jetzt auch persönlich wieder ein bisschen weniger. Ich guck mal die Verträge durch, was so demnächst auslaufen sollte. In 10 Monaten läuft ein bisschen was aus. Linksverteidiger, Schuppern läuft aus. Görlitz läuft aus, tangiert mich jetzt auch weniger. Van der Biesen, tangiert mich das? Das weiß ich noch gar nicht. Nöte läuft aus. Nöte will ich mir aber fast nochmal behalten. Also der hat 15.000. Na ja, komm, kriegst du. Bist eine Wundertüte. Wichtiger Stammspieler kriegst du. Hober läuft aus. Hober, ZOM-Bereich. Ich bin eigentlich gut versorgt, aber ich behalte dich trotzdem mal. 5.000, also der will auch mal wieder. Rotationsspieler, auf jeden Fall. Jopek, ZM, juckt mich momentan jetzt eigentlich auch nicht so, oder? Ma, ich lass mal. Afane würde auslaufen. Also für den Notfall lasse ich ihn lieber noch. Ich gebe ihm nochmal was. Er will jetzt auch nichts überzogenes. So, der Torwart läuft aus. Stört mich jetzt auch eher weniger. Van der Biesen, ich weiß es nicht. Also, boah. Ist alles so eine Sache. Das muss ich alles noch rausstellen. Im Laufe der Saison natürlich. So, gegen Mainz 05 dürfen wir spielen. Wir sind mittlerweile ein bisschen abgerutscht. Platz Nummer 8. Wo ist Mainz 08? Mainz steht... Mainz 05, nicht 08. Ist auf Platz Nummer 17 momentan. Noch nicht so ausschlaggebend diese Tabelle, aber schon so ein kleiner Fingerzeig und deswegen haben wir uns die jetzt einfach mal angeguckt. So, heute dürfen wir ein bisschen rumexperimentieren. Allein innenverteidigermäßig. Horing. So, Brüner gegen Salga. Rechtsverteidiger. Da bringe ich unseren Schriffler. Der ist eigentlich immer gut drauf. Deswegen, wieso nicht? Bringen wir ihn mal. Für Jamison bringen wir heute Gudes. Für Gosens. Wo ist Hober? Da ist Hober. Da ist Hober. Hober darf. So sieht's aus. Schütz. Schütz sieht jetzt auch nicht so Premium aus. Aber auch nicht schlecht. Also lassen wir mal so. Würde ich jetzt mal sagen. Und ich würde auch sagen, für das, dass Jamison heute so platt ist. Der hat zwar eine geile Aufwärtstendenz. Ich bringe heute Van der Biesen. Auf die Ersatzbank zumindest, dass er dort auf jeden Fall schon mal steht. Ja,
dass wir eventuell einen guten Stürmer hier nochmal mitnehmen können. So, yep, läuft schon mal gut. Yep, wahnsinnig gut. Also das ist so eine Übung, die mache ich doch gern mal ab und an. Aber ja, wenn die auch nicht funktioniert, ist ja auch super. So, jetzt haben wir mal ein Tor getroffen. Oh, gleich zwei am Stück. Huch. So, Schütz darf hier. Ja, Schütz hat auch nicht unbedingt die besten Werte für sowas. Muss man ja auch mal zugeben. Aber ab und zu macht er schon ein Traumpässchen hier ins nötige Tor. Naja. Wups. Ja, zwei Versuche, einen Versuch noch. Ja, wenn schon wieder ein Ball den anderen ablenkt. Ja, dann kann das nicht werden. Nix werden. So, gegen Mainz 05. Wir sind in Mainz mit unserer Bielefelder Truppe. Und ja, Mainz hat natürlich Anstoß. So viele Anstöße hatte ich dieses Jahr noch nicht. Irgendwie habe ich kein Münzglück. Sieht zumindest gefährlich danach aus. Ah, shit, da stiefel ich vorbei. Das ist natürlich blöd. So. Abgefangen. So ein bisschen zumindest. Oh, shit. Da kam der Pass nicht mehr. Da haben sie gut Druck angesetzt. Und das hat mich dann natürlich ein bisschen verkacken lassen. Und oh, gleich nochmal. Ja, da war der Steilpass wieder mal zu schön. Boah, der geht drüber. Also Mainz macht Druck von Anfang an. Also, die wollen hier aus dem Tabellenkeller raus. Ist klar, die Luft schnürt sich zu und lieber am Anfang schon Punkte mitnehmen, als am Ende dann irgendwie Probleme zu haben. Ah, shit, der wäre zu schön gewesen, wenn der zu Perez gegangen wäre. So, heute mit mehr oder weniger der B-Mannschaft am Start. Aber um ehrlich zu sein, wir haben keine B-Mannschaft. Das ist eigentlich alle top, was wir haben. Jeder kann gewinnen oder mit jeder Besetzung können wir gewinnen. Oh mein Gott, was die hier alle gerade machen. Die Mainzer, also da kriegt man schon Anfälle. So, Ecke kommt. Der geht ins Aus. Noch eine Ecke. Waren wir da nochmal dran? Juh, ein bisschen waren wir noch dran. Das ist nicht schön. So, Ball kommt. Ja, in der Diesel. So, den machen wir einfach mal weit nach vorne. Ah, shit. Gudes. Boah, kriegt der nicht ganz. Die Mainzer echt mit Druck und Drall hier. Die wollen mir aber hier hart auf die Eier gehen. So, boah. Jep, Foulspiel. Was wird das? Eine gelbe Karte. Für wen oder was? Denn für Hober. Hober, wenn ich dich schon mal wieder spielen lasse. Bitte nicht so. So, in die Mauer abgefälscht, aber nichts gibt's. Da muss man früher aufstehen bei Hesel. Der ist da auf dem Damm. So, schuppern. So, gibt nochmal zurück. Und das ist ganz gefährlich. Also, die sind echt mit Druck hier, die Mainzer. Das gefällt mir mal gar nicht. Wir kommen kaum über die Mittellinie. Oder eher gesagt, gar nicht. Ah, Oba, wieso nimmst du den nicht anständig an? Ist das so schwer für dich gewesen? So, sauber. Schuppan hat sich da gut reingesetzt. So, Perez läuft hier. Wunderbar über dem Flügel. Wir drehen auch mal rein. Geben es an. Ah, zu Nöte, aber da ist ein Verteidiger zwischen. Hat er aufgepasst. Aber zumindest kommen wir schon mal in die Nähe des Tores von Mainz. Sauber. Gudes ist hier schön mitgegangen. Mit dem Gegner. So, dranbleiben, Leute. Das ist gar nicht schön, was ihr da gerade fabriziert. Oh, da sind wir hinten dran. Und weg damit. Danke. Ah, shit. Der Pass war verkackt von mir. Oh, also mit zwei Mann decken die immer locker leicht gerade. Gefällt mir jetzt persönlich nicht so geil. Und zweimal drehen sie sich so weg, dass ich hier einfach mal Kacke am Dampfen habe. So, Ecke für Mainz nochmal. Also die sind echt gut hier am Start. So, den hat Hesel. So, gleich mal auswerfen hier. Schön weitergeleitet. Ah, shit. Aber nichtsdestotrotz, wir sind noch am Start. Gudes. Schön. Hier durchgesetzt, aber leider verliert er den Ball. Kommt vor.
kommt im Eifer des Gefechtes einfach mal vor. So, hier einmal rüber bitte. Au, schön gemacht. Schön zu Perez. Perez. Tja, putz, drin ist er. 1-0 für Bielefeld. Wunderbar, Perez mit einer schönen Einzelaktion hier in den 16er rein. Und schon ist er drin. Ja, ein Schuss kann sowas schon mal verändern. Ein guter Konter und ein guter Run von einer Einzelperson. Und dann ist sowas drin. Es ist schön. 1-0. So macht Spaß, so macht Freude. In der 30. Minute sind wir in Führung. Da können wir Punkte mitnehmen. Das wäre schön. Können wir ein paar mehr mitnehmen als nur einen. So, wups. Schön dazwischen. Schön geklärt die ganze Sache. So, hier nochmal zu Nöte. Nöte ist ein bisschen klotzhaft. Ah, Schitova wollte durchstechen, aber dachte sich hier der Gegner. Nö, ist nicht. Und die Passgenauigkeit mit Semi geht eigentlich auch klar. Vor allem alle ein bisschen kontrollierter, finde ich. Sauber, Salga. So, raus zur Nöte. Nöte bringt eine Flanke. Ah, schade. Verteidiger ist da. Ist auf der Höhe der Zeit. Da waren wir ein bisschen langsam mit Nöte. So, aber die Mainzer spielen sich jetzt gerade mal hinten rum. Die haben jetzt den Druck ein bisschen rausgenommen, haben sie gesehen, mal ist nicht so gut, könnte mal leicht umspielt werden. Was einfach mal beim 1-0 passiert ist, da waren sie halt noch nicht ganz auf der Höhe, wo sie hingehörten. Aber naja, kann man ja mal so lassen. Weiter Ball, ein öffnender Pass, ein sehr öffnender Pass, vor allem wenn wir den da nicht bekommen. Der kullert am Tor vorbei. Da war man nicht dran. Gut so. So, Hesel. Weites Ding, wie eh und je. Oh, shit. Da kommt man nicht hin. Das ist ein bisschen kacke dann. Oh, da macht er so einen Heber. Dass ich mit einem Ofenrohr ins Gebirge gucken kann, wenn da irgendwas passiert. So, Manndeckung. Sauber, schön dazwischen. Und Huber. Zu Nöte. Der wieder zurück zu Huber. So, gut, es lauf mal ein Stück, danke. Mir wurde die Sache ein bisschen brenzlig. Ach, verfluchte Axt. Da sind sie einfach mal da. Aber gut, es gefällt mir gut als Mittelstürmer oder als Stürmer generell. Wird auch ein großer Mann mal, wenn er so weitermacht. Der muss halt erstmal ins Team finden, das auf alle Fälle. Und dann wird das schon. So, zweite Hälfte. Ab in Halbzeit 2. Und wir versuchen natürlich unser relativ gutes Spiel weiterzuziehen in die zweite Hälfte. Oh shit. Das war einfach nur in den Gegner rein. So. Aber die Kamera bietet mehr Übersicht. Kann man schon mal sagen. Ihr könnt ja immer noch in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt mit dieser Kamera. Ob ja oder nein. Oder gefällt euch nicht. Oder gefällt euch schon. Ist immer gerne gesehen, falls ihr die gestrige Folge nicht gesehen habt und da noch nicht abgestimmt habt. Oder ihr vielleicht noch einen Tag Bedenkzeit brauchtet. Wird mir halt wirklich am Herzen liegen, wenn ihr da einen Ton sagen könnt. Weil dann tue ich mich da leichter, ob es euch gefällt oder nicht. Weil immer irgendwie so selber rumstopseln ist natürlich auch nichts. So, zurück zu Hesel damit. So, und Konzentration, Huber, schön durchgesetzt, schön zu Perez. Oh, der ist ein bisschen schwach geraten gerade. Ah, shit, der kommt nicht durch. Da war ich mal wieder am Stissel. So, Ball kommt irgendwie. So, dranbleiben. Schon mal Druck ansetzen, huch. Da haben wir uns gegenseitig behindert. Da fällt Perez auf die Schnauze. So, schön raus zu Nöte. Oh, wo tanze ich denn hin mit Nöte? Das ist natürlich nichts.
Hätte ich so ein No-Touch-Dribbling gebraucht. Das kann ich aber auch noch nicht richtig. So, aber Druck ist genau richtig für die Mainzer. So. Oh, komm, ey. Komm ich wieder nicht durch. Ist mal nicht so gegeben. Oh, schön dazwischen. Esel geht auch noch hin. Wundert mich jetzt direkt. Normal geht sowas dann immer noch ins Aus. Oder kam der noch Richtung Tor? So, Schuppern. Oh, komm, ey. Gute S. Ah, schade, jetzt zu langsam für diesen Ball. Aber der ist schön groß. Also der sieht man, das sieht man auch, dass er schön groß ist. Dranbleiben. Zaubernöte. Perez. Läuft da gut. Ah, shit. Da kommt wieder nicht der Pass. So. Auch beim Torwart den nötigen Druck ansetzen. Es hilft vielleicht. So, wir dürfen dann auch beim nächsten Mal, wenn da ein Pfiff ertönt, ja, noch die Einwechslungen machen. Damit wir hier neue Kräfte aufs Feld führen können. Shit, der war scheiße gepasst. Habe ich nicht auch richtig geguckt. So, passt. So, machen wir weit. Sag mal, oh, Alter, willst du mich verarschen? Rennt mir hier volle Kanüle hier hinten rein. So, Hober, der will heute zeigen, was er kann. Das kennt man auch irgendwie. Weil natürlich hier, ja, die Kräfte schwinden. So, wen bringe ich heute noch? Junglas könnte ich noch bringen. Muss einfach mal. Und, ach komm, Kessel bringe ich noch. Huch, Entschuldigung, falls es gerade einen komischen Ton gab. Ich habe mich ein bisschen mit Mikro gespielt. Kommt ja auch mal gut und gerne vor. So, fortsetzen. Drei Mann eingewechselt. Zwecks der Statistik einfach. Oder nicht wegen der Statistik, sondern dass jeder seine Spielzeit ein bisschen bekommt. Ah, shit. Hätte besser gelöst werden können, dieser Freistoß. Aber naja. Gehört noch ein bisschen Übung zu. So, Perez, unser Torschütze zum 1 zu 0. Ich würde halt, würd es halt bevorzugen, wenn wir da noch einschießen. Alter. Gudes. Schön in die Mitte. Kessel. Kessel. Kessel zieht ab, aber nur auf den Tormann. Schade. Kommt ja gut und gerne mal vor. So. Kriegen wir da relativ schnell den Ball? Nein, die Mainzer kommen mit großen Schritten auf unser Tor zu. So, aber da sind wir zwischen. Hesel hat den. So. Van der Biesen. Ah, schade. Kriegen wir hier nicht geschissen. Schön in den Mann gelaufen. So, Gudes. Gudes gegen drei. Ne, geht nicht. Das kann man einfach mal abessen. Hier müssen wir noch ein bisschen trainieren, ein bisschen öfter spielen lassen, dann wird das schon. Oh! Hesel hat den. Zum Glück hält er unsere hauchdünne Führung fest. Da bin ich ja direkt froh drum. So, Ecke für die Mainzer. So, raus damit. So, Van der Biesen, dem verspringt der Ball. So, Mainzer wieder. Jetzt drehen sie wieder auf, die Mainzer. Das kennt man direkt. Wir stehen hier gut und gerne mal in unserer Hälfte. So, ich mache mal ein weites Bällchen. Ah, shit. War ein Versuch wert. So, zum Glück sind die Verteidiger noch nicht so weit gelaufen. Er kann abziehen und da ist er drin. Eine riesige Lücke dort in der Mitte. Ausgleich für Mainz. Oh, Menno. So. Ich will offensiv. So. Ich will noch im Bereich des Tores kommen, um da eventuell was schießen zu können. So, Van der Biesen. So, Schriffler. Schriffler. Oh. Oh, nochmal. In den Verteidiger. Und dann Schriffler mit einer Bodenaktion hier. So, weiter Ball hier. Von den Mainzern. Der kommt auch noch an.
Oh. Oh, der kommt auch noch hier gut an. Oh, der ist vergeben. Oh, fuck. Wuh. Was für eine Schlussphase. Also, leck mir die Eier. Das ist schon der Wahnsinn. So, Ecke kommt. So, eine Minute nur Nachspielzeit. Das hätte mir auch jemand früher sagen können. So, die Minute ist vorbei. Ah, Verteidiger ist dazwischen. Ah, schade. Da ist es vorbei. Wieder Punkte liegen gelassen, weil wir zum Schluss ein bisschen geschludert haben. Haben die Kölner einfach nochmal aufgedreht. Ein 1-1, ein Punkt ist es trotzdem. Ja, geht auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei und bis dahin, ciao!